Hallo Leute und willkommen zurück zu Stronghold Crusader HD heute. Wie ihr hört, mit anderem Mikrofon. Ja, ich verwende mal das neuere, das theoretisch deutlich besser klingen müsste. Das hatte ich bisher nicht gemacht, weil man das Mausklicken, denke ich, recht laut hört. Wenn es euch arg stört, nehme ich wieder das andere, aber bei dem hat man es ja auch ein bisschen gehört, deswegen sollte das schon klar gehen. Und ja. Wir haben es uns letztes Mal schon kurz angeguckt. Alle starten mit 10.000 Gold, was schon mal mächtige Startressourcen sind. 4 Ratten und ein Schwein als Gegner und einen Sultan auch als Gegner, der hier oben ist. Ich würde beinahe sagen, dass wir den anfangs in Ruhe lassen und die Ratte hier vielleicht auch, dass die sich gegenseitig so ein bisschen beschäftigen können und dass wir den Sultan eher gegen Ende machen. Weil der ja auch noch die anderen angreifen könnte und uns zuerst mal um die schwarze Ratte kümmern. Und ja, was Ressourcen angeht, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich glaube, man konnte, oder ich glaube, es gibt Steinbrüche, habe ich da gesehen. Hier links, genau. Ja, ist die Frage, ob wir da gut an was kommen, weil die Ratte ja durchaus Bogenschützen hat. Sonst ist sie ja nicht so sehr der gefährlichste Gegner, aber die Bogenschützen sind dann doch recht ätzend, wenn die meine Produktionen aufhalten. In dem Falle eben Steinbrüche. So, und ich würde beinahe sagen, hier können wir mal wieder auf Brot gehen. Ah, da ist der Baum im Weg. Da passt nichts mehr. Vielleicht passt da noch eine Hopfenfarm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ist Hopfenfarm kleiner als Getreidefarm? Ich schätze ungefähr gleich. So, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Ja, den Marktplatz wollte ich eigentlich nicht so zubauen. Naja, jetzt ist zu spät. So, hier haben wir die andere Ratte schon. Ich würde beinahe sagen, dass wir uns um die relativ schnell kümmern. Und wir werden auch mal wieder eine kleine Burg bauen zumindest. So, hier mache ich einfach mal eine Verbindung hin. Dann müssten die da eigentlich schon hinlaufen können, genau. Dann gucken wir, dass wir die einfach von Anfang an mal ein bisschen unter Druck setzen direkt. Ja, Produktion passt hier jetzt. Ah, doch, passt sogar gerade so ein bisschen zumindest noch rein. Die kann auch begangen werden. Ja, müsste. Ah, okay, kein Holz mehr. Ah, und wir starten mit vielen Ressourcen. Das ist interessant. Das sieht man doch gerne. So, hier können wir auf jeden Fall 2, 3 Holzfäller machen. Aber so viele Bäume sind da auch wieder nicht. Also ich denke, das reicht erstmal. Spielgeschwindigkeit mache ich zumindest mal auf ja, 45 oder so. Ich denke, dass da gleich genug Leute dann kommen sollten wieder zur Burg. So. Dann halten wir die recht klein, würde ich sagen. Und ich kümmere mich direkt mal drum, ein bisschen Bogenproduktion zu machen. Waffenkammer ist ja hier. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wieder nicht genug Holz. Das hier kann ich eigentlich schon mal verkaufen. Pechfallen verwende ich generell nicht wirklich. Gibt es keine Arbeit, so, wenn wir das machen, dann würde ich aber beinahe sagen, dass ich hier noch eine Käsefarm hinmache und dann auch eine Gerberei. Sollen wir dann... Dann machen wir die Mauer hier noch ein kleines Stückchen weiter. So ungefähr. Dann kann ich da noch so eine Farm hinmachen. Voilà. Ja, das ist jetzt natürlich Geldverschwendung gewesen, dass ich mich da verbaut habe. Und noch dazu Holzverschwendung. Eieiei. Und da kommen die ersten Bogenlieferungen. Das sieht man doch gerne. Die brauchen wir so langsam hier auch, weil die Ratte wird sicherlich auch nicht mehr lange brauchen, bis sie angreift. Und ich schätze einfach mal, dass die uns angreifen wird. Bis der Sultan was reißt, dauert sowieso noch ein bisschen. Und ich sehe, die Ratte hier schießt auch meinen Steinbruch kaputt. Ja, das ist ungünstig. Dann sollten wir vielleicht die doch erst machen. Und danach die schwarze. Hier ist jetzt die Frage. So, jetzt kommt er von hier unten. Dann baue ich hier mal noch ein kleines Torhaus rein. Dann machen wir auf die andere Seite auch einfach ein kleines. Ah, ich habe noch nicht genug für mehr. Dann würde ich beinahe sagen, hole ich mir mal ganz kurz ein bisschen Bogenrationen, wenn man das so nennen kann. Ich habe das Gefühl, die wollen runter zu meiner Farm. Ja, sieht ganz danach aus. Das gefällt mir aber gar nicht gut.
ein Kind. Die machen mir das hier jetzt echt kaputt. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel. Das nervt natürlich. Ah, jetzt kommt die Gelbe mit der Drohung. Das ist zwar keine unmittelbar neben uns, aber trotzdem nervig. Oh, mach den mal fertig, bitte. Und den hier auch. Und dann bitte den hier. So, was haben die mir hier kaputt gemacht? Die Hopfenfarm und die Käsefarm. So. Jetzt haben wir hier zumindest mal eine kleine Basis an Leuten stehen. Oh nein, hier komme ich nicht dran. Ja, das ist natürlich ungünstig, wenn man die so baut. Vielleicht schaffen die Bogenschützen das. Ah, zusammen mit dem Holzfäller schon. Okay, jetzt kommen wir, geraten wir hier doch ein bisschen arg unter Druck. Das muss ich jetzt mal kurz machen. Weil sonst wäre das durchaus schon ziemlich gefährlich geworden mit den paar Lanzenträgern, die die Ratten da geschickt haben. Eieiei. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die hier direkt so loslegen. So, ich denke mal, die werden hier einen ganz guten Job machen. Ah, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass die auch unsere Wirtschaft nerven. Ja, da muss ich auf jeden Fall ein Türmchen oder so gleich aufstellen. Sonst läuft hier gleich gar nichts mehr. Hier unten ist noch einer, sehr schön. Der soll sich mal um die Leute hier kümmern. Das Problem dabei ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die da auch ihre Farmen stehen haben und die natürlich verteidigen wollen. So, hier geht jetzt einmal hier hoch. Wir können uns sogar noch einen Turm leisten. Dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Jetzt kann ich nicht mehr bauen, weil da wieder welche kommen. Dachte ich mir schon beinahe. Und ich habe keine Holzlieferung mehr, deswegen kommt auch nichts rein. So, wo wollt ihr hin? Wahrscheinlich auch hier runter zu den Farmen oder so. Die Farmen mache ich deswegen auch einfach mal kaputt von den Leuten hier. So, die wollen auch wieder hier rein. Gutes Ding, Holzfäller. Machst du sehr schön. Wollt ihr die mal angreifen, bitte? So, mache ich noch einen vorsichtshalber. Weil das wird ja doch recht knapp. Die restlichen sollte Lordi aber schon noch locker hinbekommen. Dann kümmern wir uns mal drum, dass wir Schwertkämpfe auch reinbekommen gleich. Sobald ich hier so ein bisschen die Ratten unter Kontrolle habe. Die gehen hier gerade ein bisschen arg ab. Und die arabischen Schwertkämpfer machen ist natürlich keine billige Sache. Oh. Und die kommen hier noch viel zu gut zu den Farmen und können die kaputt machen. Da muss ich definitiv was gegen tun. Ja, das bauen wir gleich nochmal auf. Wenn ich denn mal zubauen dürfte, wäre es sehr, sehr nett. Gott, die kommen aber echt ohne Ende Leute rein. Jetzt habe ich, glaube ich, bald keine Außenwirtschaft mehr, dann müssten die hier lang kommen. Das Problem an der Stelle ist halt auch, dass die recht viel Startguthaben hatten. Und dementsprechend Truppen spammen können ohne Ende. Die Ratten brauchen ja nicht viel Gold für die paar Lanzenträger, die sie machen, und die Bogenschützen. Und ich habe noch viel zu wenige Bogenschützen. Als dass ich das hier alles gerade abwehren könnte, gut. Und ein bisschen Infanterie. So, jetzt machen wir mal zack. Und bitte auch einen Turm hier hin. Ja, es geht schon wieder nicht, weil da welche durchkommen. Ja, Ziel angepeilt. Na, kurz durfte ich jetzt. Okay. Leder habe ich natürlich noch gar nicht reinbekommen. Ich habe ja auch keine Produktion mehr, genau. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen nachbauen. Ich hatte mein Vorgehen. Ey. So geht's aber nicht. Der hatte nur noch so wenig Leben und noch beide weggehauen. Nices Ding. So. Hier sind jetzt auch Bäume nachgewachsen, habe ich das Gefühl. Dass die Sachen nicht mehr so gut hinpassen. Dann macht das hier mal kaputt. Du machst das hier mal kaputt. Und ihr macht das hier mal kaputt. Und da steht jetzt ein so ein nerviger Bogenschütze rum. So, ich habe mir doch... Genau.
ein paar Bogenschützen Sächelchen gekauft. Da kommt jetzt auch die Orangene wieder mit einem Angriff. Auf die Seite habe ich jetzt halt noch nicht wirklich Verteidigung. Die muss ich da erstmal... Ja, wobei, aufs Torhaus kann ich welche stellen. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir mit denen vielleicht hier die Bogenschützen ein bisschen dezimieren können. Oh, was machst du denn hier? Du solltest eigentlich nicht dahinter laufen. Ich habe gar keine Gerberei gebaut, deswegen kommt nichts rein in dem... in der Richtung. Und Holz habe ich auch schon wieder nicht mehr. Oh Gott. Ich dachte, die 10.000 Startgold wären sehr, sehr nett. Aber ich muss sagen, so langsam brauche ich die auch. Steinlieferungen. Okay, mein Steinbruch ist schon lange kaputt und das andere Zeug auch. Na gut, das müssen wir irgendwie anders regeln. Ich würde beinahe sagen, dass wir die erste Ratte jetzt gleich mal erledigen. Und das machen wir... Ja komm, das machen wir einfach mal mit Meuchelmördern. Wobei die fallen wie die Fliegen gegen Bogenschützen. Das war jetzt eine recht blöde Idee, würde ich beinahe sagen. Aber wir probieren es mal. Na komm, macht mal hier ein bisschen Sachen kaputt. Und wenn wir die ersten Leute hier so ein bisschen davon abgehalten haben, uns unter Dauerbeschuss zu nehmen, dann läuft das Wirtschaftliche auch. Und ich würde beinahe sagen, wir gehen auf... Oh, das trifft sich sehr gut. Was macht eigentlich das Schwein? Das steht hier auch mit Leuten. Greift wahrscheinlich immer den Sultan an. Deswegen kommt mir das eigentlich auch zugute. Ja gut, die beiden Ratten hier machen dann nicht so die Probleme. Wo bin ich? Da bin ich. Ja gut, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die werden das schon irgendwie hinbekommen. So, machen wir das hier mal noch kaputt. Die Waffenproduktionen kosten halt Gold. Und das bedeutet, dass es denen auch echt nahe geht. So, damit hätten wir die erste Ratte schon mal aus dem Weg. Dann sollten wir auch bald die ersten Armbrustschützen machen können. Die brauchen wir dann, um uns gegen den Sultan besser verteidigen zu können, weil der kommt ja mit arabischen Schwertkämpfern an, die ich nicht ganz so nett finde. So. Ihr macht mal hier die Mauern kaputt. Die dienen eigentlich nur zur Ablenkung, dass die Meuchenmörder noch gut durchkommen. Ja gut, mit denen ist es jetzt halt echt easy gegen die Ratten gewesen. Da könnten wir sogar, wenn wir die mal hier zur Seite stellen ein bisschen, warten, bis die Gelbe vorbeigelaufen ist. Und dann unseren Gegenangriff planen. Das sollte eigentlich funktionieren. Und ich sehe gerade... Okay. Da hat sich gerade ein Update-Fenster geöffnet. Sorry für die kleine Unterbrechung. Und ja. Okay, er hat die noch nicht geholt. Aber wird er, denke ich, gleich. Ja, jetzt kommt natürlich noch die blaue Ratte, hätte ich mir denken können. Wenn ihr könntet auch ein bisschen schneller laufen, dann würdet ihr wahrscheinlich auch rechtzeitig ankommen. Aber okay. So, Steine, genau. Jetzt kann ich mich ja endlich wieder um Steinbrüche hier kümmern. Das ist definitiv sehr gut. Okay, was Farmen angeht, ich mache hier einfach mal noch eine Apfelfarm hin. Die Holzfäller können nicht mehr allzu viel holen. Heißt, Holz werde ich immer kaufen müssen, vermutlich bald. So, jetzt steht die da wieder noch da mit den Leuten. Aber ich denke, das könnten wir versuchen. So, jetzt sinkt die Beliebtheit. Ich muss natürlich auch noch ein paar Sächelchen machen. Beispielsweise eine Brauerei. Und ich habe viel zu wenig Bäckereien. Ups. Das vergesse ich immer wieder. Dass man natürlich noch Bäckereien nachbauen muss. Und ich habe keine Mühle. Ups, daran könnte es natürlich auch liegen. Da machen wir einfach mal zwei, dass das ein bisschen schneller in Gang kommt. So, das hier noch hier hin. Und das passt hier sogar auch noch rein. Ich glaube, so müsste das gehen, dass jeder noch zu seinem Arbeitsplatz kommt. Okay. Sind das alle, die übrig geblieben sind irgendwie, oder? Ja, der hat hier recht viele Bogenschützen stehen.
Dann lassen wir das mit dem Angriff mal noch kurz. Beziehungsweise stehen die hier irgendwie verteilt rum. Kein Plan, was die machen. Ah, hier hat es doch noch ganz viel Holz. Okay, dann können wir hier noch 2, 3 Holzfällerhütten machen. Dann reiße ich die hier zum Beispiel mal noch ab, dass der nicht ganz so weit laufen muss. Und da kommt schon wieder ein Angriff von der Ratte. Na gut, wenn sie meint. So, Schwertkämpfer wollte ich mich drum kümmern. Ich würde sagen, die Produktion machen wir dann einfach mal außen hin. Ich werde, denke ich, auch ein paar Pikeniere machen, aber nicht primär. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Die Waffenkammer ist anderes Torhaus könnte ich hier auch noch reinbauen. Ich denke, das lohnt sich. Eine Waffenkammer ist voll, ja, weil wir noch ganz viele Bogenschützen haben eben. Ah, das war blöd, das Eisen zu verkaufen. Wir haben ja kein Eisen. Wieso genau kann ich gerade keine Leute machen? Ach so, ich habe... Oh Mann. Ich habe natürlich keine Bauern zur Verfügung. So, und jetzt läuft das mit der Brotproduktion, glaube ich, auch langsam an. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püst wird euch hinweg. So, die kommen da nicht mehr hoch, weil die Mauern kaputt sind. Ups. Die Mauern werde ich gleich auch noch ein bisschen verstärken, denke ich. Und zuerst werde ich aber noch einen Turm hier oben hinbauen. Da kommen dann ein paar mehr Armbrustschützen drauf, im besten Fall. Weil wir die durchaus gebrauchen könnten. So, die Produktion sollte ich noch umstellen, sonst bekommen wir hier Lanzenträger rein. Die brauche ich nicht unbedingt. Okay, und dann sollte es so langsam auch gut laufen. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr Bäckereien. Und mehr Holz. Holz kaufe ich jetzt einfach mal direkt eine ganze Menge. Okay, und der Sultan will angreifen, bedeutet, da werden wir noch ein bisschen Verteidigung auf unsere Türme schicken. Wobei, ja gut, das ist jetzt auch eher spärlich, das Aufgebot von ihm. Wobei, das ist seine Steinbruchbrigade. Oh, der hat ja aber durchaus ein bisschen Problemchen, glaube ich. Okay. Ja, ich kann hier immer mal ein paar Bogenschützen abfangen, das ist auch nicht verkehrt. Die Waffenkammer ist schon wieder voll. Ja, ich denke, was Bogenschützen angeht, brauchen wir bald auch nicht mehr so viel. Da kommt der Angriff vom Sultan. Ja, die sind schon ziemlich kaputt. Das ist nicht das Problem. So, dann verstärken wir die Mauern mal noch ganz kurz um eins. Ist jetzt nicht die schönste Burg, eher zweckmäßig, aber schon okay, schon okay. Und die Waffenkammer ist wieder voll, ich sehe es schon. Weil da will einer keine Sachen mehr reinbringen. Die können wir tatsächlich auch für die Offensive verwenden dann, denke ich. Weil Defensive... Ja gut, wenn das Schwein mal angreift, dann könnte die Welt anders aussehen. Aber so sollte das eigentlich reichen, was wir hier haben. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Machen wir mal noch ein paar Ballisten hier hin. Aber ich denke, dann sollte das auch wirklich genug der Verteidigung sein. So, das sind nur 5. Das reicht natürlich noch nicht ganz. Dahin bitte. Weil mit den Ballisten kann man natürlich auch die arabischen Schwertkämpfer noch gut abfangen. So, und ich würde beinahe sagen, dass ich die Produktion hiervon so langsam alle mal umstellen kann. Bogenschützen brauchen wir jetzt nicht mehr sonderlich. Machen wir lieber Armbrüste und verkaufen die dann. Armbrustschützen brauche ich so viel mehr, denke ich, jetzt auch nicht. Nee, das reicht definitiv zur Verteidigung, was wir hier haben. Die Bogenschützen, wie gesagt, werde ich jetzt dann für einen Angriff nehmen. Und ja, dann kümmern wir uns um die Ratte hier mal, die gerade schon wieder einen Angriff plant. Dann würde ich sagen, ich glaube, die kommt oben rum, oder? Müsste. Ja, dann gehen wir unten rum, solange mit denen hier. So, von denen können wir jetzt auch schon ein paar machen. Wunderbar. So. Ja gut, die Lanzenträger sind mir relativ egal.
In Bewegung. Die sind nicht das Gefährliche an der Ratte. Das einzige Gefährliche an der Ratte sind Bogenschützen. Aber die macht sie jetzt auch nicht in dem Maß, als dass ich sagen würde, dass das gefährlich ist. Deswegen alles im Griff eigentlich. Ja, hat jetzt natürlich Höhenvorteile und so. Ich sollte auch bald dann mit ein paar Leuten nachkommen. Das machen wir einfach nochmal mit Meuchelmördern. Warum eigentlich nicht? Ich denke aber, dass die noch nicht reichen werden. So. Wir haben aber genug Stein, den wir verkaufen können. Und ich denke, 28 müssten in der Theorie reichen. Ja, jetzt sind schon alle Bogenschützen tot. Gucken wir mal ganz kurz. Hat auch noch recht viel Gold. Oh nein, die gehen hier lang. Ja, nur teilweise. Dann machen wir mit denen ein bisschen Remi-Demi. Und kommen dann gleich mit der richtigen Fraktion an. So, Kornspeicher ist voll, das hat man gerne. Oh Gott, wie viel Mehl habe ich bitte. Da können wir richtig viel verkaufen. Holz wollte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Ah, und Eisen muss ich zukaufen, oder? Da dürften wir keins mehr haben. Ja, da hole ich mir direkt mal eine ganze Menge. Kein Wunder ist die Produktion da recht langsam. Ah, die werden hier schon die ganze Zeit gesehen und stehen noch dumm rum. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Na komm, versucht noch zu holen, was er könnt. Der zweitgrößte Herrscher mittlerweile. Oh, das hört man doch gerne. Ich würde beinahe sagen, wir könnten hier nochmal ein bisschen Nachschub brauchen. Und wie sieht es eigentlich mit Beliebtheit aus? Plus 5, das ist sehr schön. Ich denke, dass ich tatsächlich auch noch eine zweite Schenke machen kann. Und dann dürfte das ganz nett sein. So, 14. Ich würde sagen, von denen holen wir uns jetzt einfach ein paar mehr. Dass wir dann direkt zwei Ratten mit einer Klappe schlagen können quasi. So, die brauchen wir nicht mehr. Und die geben halt mehr Gold, als wenn wir jetzt rohes Holz verkaufen würden. Deswegen ist es schon sinnvoll. So, Beliebtheit plus 4, können wir noch ein bisschen mehr Steuer machen. Na? Ah, der Armbrustschütze ist wieder verschwunden, ohne Grund. Moment mal ganz kurz. Wo habe ich denn meine... Ist das hier Lederproduktion gewesen? Gerberei. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann machen wir uns da lieber noch eine Pikenproduktion rein. So, jetzt wollen sie hier aber alle auf Krawall machen. Das gefällt mir nicht. Ja, wobei so ein bisschen Produktion sollte ich vielleicht schon noch lassen. Naja, das kaufe ich mir dann aber zu, wenn es nötig werden sollte. Oh, und die kommen hier unten rum. Ah gut, da habe ich ja auch meinen Verteidigungsturm. Also soll das nicht das Problem sein. Wie sieht es eigentlich beim Sultan aus? Der sieht nicht wirklich stark aus, aber er greift mich an. Und beim Schweinchen, da läuft es. 11.000 Gold, hat noch nichts verbraucht und sieht gut aufgebaut aus. Sultan-Finanzen sehen schon mieser aus. Ja, das könnte kritisch werden für den Jungen bald. So, dann muss ich gleich nochmal Eisen nachkaufen ein bisschen. Wir könnten theoretisch auch... Ja, wir haben noch gut Beliebtheit. Deswegen würde ich beinahe sagen, machen wir mal was, was ich bisher noch nicht oft gemacht habe und werden ein paar Galgen aufstellen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, und damit zwar unsere Beliebtheit schlechter machen, aber dafür die Produktivität erhöhen. So. Gold. Das Volk huldigt. Minus 2 Angstfaktor, dann geht's genau auf, das ist doch perfekt. Dann brauchen die Leute, glaube ich, auch nicht ganz so viel Eisen, um zu produzieren. Das ist natürlich ganz cool. So, steht hier bald ein Angriff an? Sieht eigentlich weniger danach aus. Dann würde ich sagen, los geht es. Und ihr kommt hinterher. Da können wir eigentlich hier durch die Frontmauer gehen, würde ich beinahe sagen. Oder du kannst dein Glück versuchen, das Torhaus aufzumachen. Das ist auch eine Idee, dann könnten wir direkt reinlaufen. Und ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da recht geballt ein paar Bogenschützen noch standen. Ah, nicht ganz so nah ran.
und nicht in die Lanzenträger laufen. Ja, jetzt kann sie auf einmal wieder Truppen spammen oder ohne Ende. Das geht bei denen halt immer echt ganz gut. Oh, da werde ich nach oben gedrängt. Vor allem, wenn die Lanzenträger noch auf diesem Sprintmodus hat. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt greift die blaue Ratte noch an und kommt mir da noch entgegen. Also, nicht sonderlich entgegenkommt, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, die Bogenschützen sind, glaube ich, größtenteils weg. Dann sollte das jetzt nicht mehr das Problem sein. Und ja, dann können wir uns eigentlich schon drum kümmern, den nächsten uns zu gönnen. So, eine Rüstungsproduktion bräuchte ich vielleicht noch. Da können wir noch eins mehr machen. Na? Immer noch null, sehr schön. Und ja, ihr könnt ja schon reinlaufen. Die kam sogar entgegen, die Ratte. Oh, das kommt selten vor. Okay. Ah, ist die Frage. Die blaue hat ja gerade angegriffen. Die dürfte nicht viel da haben. Dann können wir die vielleicht gleich noch mitkuppeln. So, wie sieht's hier aus? Schwein. Gut, sieht noch so aus wie vorher. Das ist aber gar keine schlechte Burg vom Schwein. Torhaus nach hinten und zwei Wachtürme. Das ist nicht verkehrt. Hier, macht mal bitte das hier kaputt. Dass die nicht ganz so viel Leute noch spammen kann. Aber ich denke, ich befürchte, das wird nicht reichen. Aber wir sollten es im Auge behalten, auf jeden Fall noch. Okay, das Schwein möchte jetzt also auch auf mich. Das ist interessant. Hat sich anscheinend am Sultan ausgeguckt. Und keine Lust mehr auf den. Ah, das wird sehr, sehr knapp werden. Das wird ganz knapp nicht reichen, oder? Ja. Schade. Bis die da hinten angekommen sind, vergeht ein bisschen Zeit. Oh, ich kann gerade nicht raus, weil das Torhaus zu ist. Ja, da nagen sich ein paar Streitkolbis lang. Okay, und jetzt schon wieder zu. Ja, werden wir uns ein bisschen noch was ansparen. Okay. Da müssen wir ein bisschen was nachziehen. Ich finde es schön, wie der auch immer wirklich rundrum mal draufboxt. Waffenkammer ist voll, oder was hieß es? Ja, doch. Wegen den Armbrüsten. Das waren doch recht viele, die da ankamen. Woran genau mangelt es jetzt an Rüstung? Die kann ich vermutlich schon wieder nicht mehr produzieren, weil ich kein Eisen mehr habe, genau. Ja, da muss ich aufpassen. Die arbeiten natürlich auch schneller dadurch, dass ich jetzt den Angstfaktor unten habe. Und dementsprechend, ne, sollte ich auch beim Nachkaufen ein bisschen fixer agieren. So, wir können mal noch, dass es nicht ganz so komisch aussieht hier, ein wenig mit, na, Zinn machen. So sieht es schon deutlich cooler aus. Und ja. Ich würde beinahe sagen, das machen wir nur mit Kreuzrittern gegen die Ratte. Dass ich mir die Pikiniere noch ein bisschen... aufspare. Das müsste ich auch verkaufen können. Dann können wir uns noch ein bisschen zukaufen einfach. Und ja. Ich denke, die sollten auf jeden Fall ausreichen. Ja, definitiv. Wie sieht's denn aus? Ah, okay. Hat auch nicht mehr so viel Gold. 107 Truppen natürlich gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Angriff entgegenkommt. Dementsprechend machen wir das mal folgendermaßen. Ich werde dir hier hinstellen. Und dann schicken wir einen kleinen berittenen Trupp mit, der im Notfall die Bogenschützen davon abhält, hier zwischendrin zu stoppen. Weil das würde mir nicht so gefallen. So, ist hier die ganze Produktion noch da? Wir machen mal noch Käse. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Abwechslung in der Nahrung. Und ja. Wie sieht's aus? Sultan greift an. Okay. Da greift die Ratte auch an. Sehr schön. Und der Sultan hat nichts zu mir gesagt. Doch jetzt.
Schade. Es wäre echt cool, wenn der aufs Schwein das zumindest minimal anschwächen könnte, aber da hat er scheinbar wirklich gar kein Interesse. So, den Angriff haben wir mal kurz abgefangen. Und ja gut, den muss ich vermutlich gar nicht nachschicken. Ihr könnt euch auch mal draußen sammeln. Eine Nachricht der Ratte. So, da sind noch ein paar Bogenschützen, die sich aber gerade irgendwie auf den Weg irgendwo hin machen. Und deswegen nicht so die Probleme machen. Das ist nicht verkehrt. Okay, da ist wieder der typische Knüppelspam am Ende. Aber das werden wir zu verhindern wissen. Können wir das hier mal zerstören. So. Und ihr müsstet gleich durch können, genau. Ja. In so einem Knubbel sind die Schwertkämpfer den Lanzenträgern halt so dermaßen überlegen. So, jetzt die Frage, kann ich hier vielleicht noch was anrichten? Ich würde beinahe sagen, das lassen wir erstmal noch. Oh, da kommt... Uiuiui. Da bekomme ich wirklich ein bisschen Angst. Gerade. Weil da kamen doch recht viele Truppen vom Schwein. Eieiei. Eine Nachricht vom Schwein. Bald werdet ihr zu Schweine. Naja, der soll seine Leute nur schicken. Wird er sehen, was er davon hat. So, und ihr seht schon, die Produktion ist wirklich krass, was ich hier alles liegen habe. Das liegt unter anderem eben auch an dem negativen Angstfaktor, dass die Leute schneller arbeiten. Auch wenn der sich bei ja, minus 2 jetzt nicht so krass bemerkbar machen dürfte. Aber schon ein bisschen. Okay, die laufen größtenteils an meiner Armee da vorbei. Aber das ist auch nicht so tragisch. Die werden nicht weit kommen. Zumal die hier von Steinschleuderern abgewehrt werden. Ja gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch als nächstes um den Sultan. Der ist sowieso schon ziemlich ausgehungert. Das machen wir mal. Mit ein paar Katapulten, oder? Vielleicht ein, zwei Ballisten dazu. Dann sollte das schon schicken. So. Mit dazu schicken wir... Eure Befehle? Ja, komm, die schicke ich mal noch hier hoch. Wir stehen zu Dienst. Es werden Waffen benötigt. Ja, da können wir die eigentlich direkt mitschicken. Vielleicht würde ich da auch lieber noch die Schwertkämpfer verwenden. Wohin gehen wir? Zwei schießt mal bitte hier drauf. Oh, das ist sogar fast kaputt schon. Muss ich gar nicht viel machen. Und mit ein bisschen Glück verbrennen die Sachen neben dran auch noch ein bisschen. Naja, sieht aber gerade nicht so aus. So, Katapulte. Ihr schießt mal das Tor aus kaputt, bitte. Und ja, dann können wir gleich mit den Schwertis hinterher, würde ich sagen. So, die Armbrustproduktion ist halt so krass, wie viel wir da reinbekommen. Weil die brauchen ja echt lange eigentlich. So, was ist hervorragend gewesen? Ah, genau, das hier war hervorragend. Und das Feuer springt auch über. Der Sultan hat ja keinen Brunnen, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich jetzt bitter für ihn. Dann, ja, können wir den so ganz easy mit einfachen Mitteln aushungern lassen. So, Torhaus ist auch gleich kaputt. Theoretisch zumindest. Jo. Und dann gucken wir mal, dass wir da... Ja komm, schicken wir einfach alle, dann reicht's auch. Feuerwerfer oder so stehen da meines Erachtens nach nicht drauf. Kann der Sultan nochmal... Konnte der Feuerwerfer machen? Ich glaube aber schon. Dann versuchen wir mal noch den Turm da hinten wegzubekommen. Davor werden die Mauern erst noch getroffen. Und der Marktplatz auch. Wie lange brauchen die bitte, um das kaputt zu machen? Ah, jetzt reißt er sowieso alles ab. Okay, dann kümmert ihr euch mal noch um die Bogenschützen. Und der Turm könnte noch kaputt gehen, bis meine Schwertkämpfer da sind. Dann werden sie von hinten auch nicht eklig von... ne? Ihr wisst schon, was ich meine, getroffen.
So, ihr macht nochmal den Konspeicher kaputt. Wunderbar. Dann sollte es das definitiv gewesen sein. Und dann haben wir auch nur noch das Schweinchen gegen uns. Das jetzt... Also ich muss sagen, die Knüppelarmee, die war nicht so klein. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr groß was für die Verteidigung getan nach den ersten paar Minuten. Und es reicht dann doch noch einfach. Das Schwein ist halt so ein Gegner. Die Truppenkombination Streitkolben und Armbrustschützen ist krass, wenn man sie effektiv einsetzt. Aber ja, der effektive Einsatz bei KIs ist halt immer so eine Sache. Wir kommen die nicht immer ganz so gut hin. So, und was machen wir gegen das Schwein? Oh, da kommt gerade ein Angriff. Das ist interessant. Würde ich sagen, schicke ich die mal hier hin. Und ja, soll ich mit denen den Angriff abwehren? Eigentlich nicht. Das wäre Truppenverschwendung. Aber ich habe natürlich schon lange kein Eisen mehr. Da kann ich mir jetzt direkt mal einen ganzen Vorrat anlegen. Und ein bisschen Rüstung einfach zukaufen wieder. So. Da haben wir ja noch ein paar übrig geblieben lassen sein tun. Ja, das ist doch ganz nett. Könnt ihr da schon drauf schießen auf die? Nee, könnt ihr nicht. Aber von hier aus. Ja, da können wir sie zumindest ein bisschen schon anhitten. Wobei die echt wenig Schaden machen. Ah, kein Wunder, machen die wenig Schaden. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wenn man schlechte Dinge hat, geht auch der Angriffsschaden der Armee runter. Bei guten Dingen könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, hat man plus Kampfbonus. Bei negativen ist es eben genau andersrum. Dass die nicht so motiviert sind zu kämpfen. So. Okay, das hätten wir auch abgewehrt. Na, wo ist hier irgendjemand, der mein Torhaus hier hinten zumacht? Das gefällt mir nicht. Okay, da stehen noch Armbrustschützen, die von meiner Balliste weggeholt werden. Hoffe ich doch. Ja, sieht ganz danach aus. Okay, wie wollen wir das Schweinchen zerstören? Wir machen uns eine kleine Britinnenarmee, die wird aber nicht dienen, um seine Türme zu clearen oder ähnliches, sondern die werden lediglich dazu dienen, ein wenig Tribok zu verteidigen, die ich aufstellen möchte. Ah, hier kommen wir sowieso schnell durch mit ein paar Schwertkämpfern. Aha, der hat ja seinen Steinbruch beschützt. Deswegen sind meine Britinnen hier gerade gestorben. Ich denke, das sollte reichen, um ein bisschen Schutz zu gewährleisten. So, und dann kommen ein paar Baumeister dazu. Ihr könnt schon mal ein Stückchen vorlaufen. Die brauchen ja noch ein bisschen. Und ihr könnt euch eigentlich auch schon mal auf den Weg machen. Nach hier oben. Klar, da kommen halt auch die Angriffe und so vorbei. Deswegen sollte ich da ein bisschen drauf aufpassen. Das sind schon nur noch 12, ich wollte gerade sagen. Das waren doch mal mehr. So. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Schwein. Ich hätte gedacht, dass das in schnelleren Intervallen angreift. Das lässt immer echt immer eine Weile auf sich warten. Jetzt die Frage, wie nah wir die Tribocke hinstellen müssen. Ich würde sagen, hier so ungefähr. Wo komme ich denn da? Ah, ich komme hier oben lang. Ja, dann können wir die eigentlich auch direkt hier aufstellen, würde ich sagen. Ja, dann lasse ich die hier stehen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Tribocke hinbekommen. Wir werden überfallen. So, die stelle ich mit hier hin. Ja, werden die von einem Turm aus getroffen? Ich glaube von Einzelnen, die hier draußen sind nur. 5 Stück habe ich noch. Dann machen wir noch eine Feuerballiste. Und ja, noch einen Tribok. Nein. Oh, das ist jetzt gemein. Ah, ich glaube, die können tatsächlich beschossen werden vom Turm aus. Oder?
Nee, doch nicht. Ah, das sind welche von da unten. Warte mal. Ihr zwei. Geht dann bitte da noch hin. So, dann gucken wir mal, dass wir den Turm hier recht schnell wegbekommen. Weil die Armbrustschützen sind definitiv das Gefährlichste. Ah, der ist auch bereit. Sehr schön. Dann konnte ich jetzt leider die anderen Sachen nicht machen. Das hier zum Beispiel, aber ist auch nicht so tragisch. Okay, da fehlt nur noch ganz wenig. Ah, es ist kaputt. Sehr schön. Ja, baut direkt den nächsten hin. Ich würde fast sagen, das können wir versuchen, hier einfach direkt durchzukommen. Dadurch, dass, ja, der Turm hier wird uns erst spät erreichen. Der kann hier nicht groß reinballern. Hier vielleicht so ein bisschen. Aber ich denke, das sollte nicht das größte Problem werden. Was wünscht ihr? Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Na gut, dann beenden wir das jetzt einfach relativ zügig. Warum nicht? Oh oh, so viel dazu. Das könnte jetzt doch nochmal interessant werden. Wenn er seine Leute... Er schickt sie aber zum Angriff, oder? Nee, jetzt holt er sie wieder zurück. Jetzt dürfte aber das Torhaus zu sein, oder? Nee, er hat es offen gelassen, schade. Oh, der hat da echt noch viele rumstehen. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, dass das hier noch nichts wird. Oh, das wäre richtig bitter. Aber doch, das wird was. Ja, okay, das sind noch mehr als genug. Ich hatte aber gerade ein bisschen Schiss, weil da doch noch einige kamen. Gut, dann hätten wir die Mission mit vielen, vielen nervigen Gegnern auch geschafft. War jetzt aber auch nicht allzu schwierig. Anfangs durchaus nervig mit den Ratten, aber anschließend, ja. Bis das Schwein in die Gänge kam, hatten wir unsere Verteidigung halt aufgebaut. Und dann war es auch nicht mehr so das Problem. Nächstes Mal Mission 30, das Auge des Kamels. Zusammen mit Richard. Oh, interessant. Gegen Saladin und Sultan. Gucken wir mal, was das wird und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss.